Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und damit zu einem der krassesten Videos, die ich jemals hochgeladen habe mit Marvin. Was geht? Was geht, Freunde? Alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Leute, zur Feier meines Buchreleases werde ich heute den ersten 50.000 Euro Gratisladen für meine Zuschauer eröffnen, Leute. Beim Buchladen, das wird komplett krank. Marvin, wir müssen dafür natürlich jetzt unnormal viele Sachen kaufen. Digga, jetzt no joke, Lukas. Ey, geil, ey, Leute, ist krank, Digga. Du ballerst das ganze Geld, was du mit dem Buch verdienst, alles sofort wieder raus. Ey, sogar noch mehr, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen als erstes hier zum Mediamarkt, Marvin. Ja. Und kaufen jetzt mal fett Nintendo Switch, PS5. Ne? Ja, lass mal voll alles, fett shoppen. Alles gratis für euch, Leute. Also lass mal wirklich auf diesem Video 15.000 Likes da, Leute. Wirklich jetzt mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und kaufen hier mal fett ein, oder, Leute? Ja. Let's go. So, Marvin, wir sind jetzt hier bei der Nintendo Switch. Packen wir mal ein, oder? Ja, Lukas. Leute, hier kostet 300 Euro auf jeden Fall. Lass mal hier die nehmen, würde ich sagen. Aber warte, nee, das ist dieser Startklasse, den brauchen wir, glaube ich, gar nicht, oder? Aber ist da mit drin? Komm, wir nehmen einfach mal das. Ja, die hier. Ja, dann nimm die. So, Marvin, ey, lass die Nintendo Switch Alter, nehmen. Die ist richtig geil. Oh, gerade im Angebot, ne? Genau. Oh, richtig fettes Bundle und so. Oh, mein richtig Gott. Geil. Und oh mein Gott, Marvin, guck mal hier. Ey, warte, hier ist PS5, Digga. Ey, schau doch mal hier. Guck mal. Sollen wir einfach mal die hier nehmen? So eine ganz klassische PS5, meinst du, ne? So, Marvin, ich würde sagen, kannst du auch mal kurz nehmen, bitte. Ey, Lukas. Ja. Ey, ich kauf die, okay? Oha, was? Ich bezahle die, aber dafür müssen die Leute auch mal mich abonnieren. Kannst du ihnen das sagen? Oha, Leute, dann seht ihr es mal eingeblendet. Marvin verschenkt ja auch eine PS5 aus seinem Nacken. An euch, Leute. Unnormal Ehre. Und ich würde sagen, was hast du hier noch gefunden, wo du mich gerufen hast? Lukas, komm mal mit. Boah, Alter, so eine andere Nintendo Switch. Ja. Digga, die kostet auch, Digga, über 200 Euro. Ey, wollen wir einen Gold nehmen, Alter? Guck mal, wie fett die ist. Oh mein Gott. Oh, Junge. Alter, ja, lass die Goldene mitnehmen. Noch mitnehmen, ne? Digga, lass die mitnehmen. Okay, Alter. Marvin, nimm mal hier die PS5. Und ich würde sagen, wollen wir noch was holen? Ey, weißt du, hier gibt's auch richtig krasse Sachen noch hinten, weiß nicht, Marvin. Komm mal mit. Ja, komm mal mit, Alter. Leute, hier gibt's nämlich noch unnormal nice so Zubehörsachen. Und zwar, hier gibt es auf jeden Fall nochmal so richtig geile Pokémon-Sachen und so weiter. Sollen wir nochmal so einen richtig geilen Pikachu-Ball mitnehmen? Ja, der ist richtig fett. Leute, der ist richtig geil. Ey, den lass nehmen wir nochmal mit. Mal die Dinger hier von Minecraft mitnehmen. Stimmt, Minecraft. Geil, Mann. Nimm mal mit, ja. Leute, Alter, guck mal, so ein Riesen-Mario, den können wir auch einpacken. Ja. Hier gibt's auch Playstation-Zubehör, da kaufen würde ich sagen auch noch ein paar Sachen. Ja, ich sehe die dann gleich. Holen, wir müssen dann einen Wagen halt holen. Würde sagen, wir sehen uns gleich an der Kasse, Leute. So, Marvin, wir sind jetzt hier bei Smith Toys, ne? Ja, ey, die haben uns schon den Ladenkleider gemacht, weil wir immer so viel kaufen, Lukas. Ja, lass mir jetzt richtig geiles Spielzeug holen. Ich habe richtig Bock. Ja, unnormal. Leute, wir werden jetzt richtig fettiges Spielzeug holen. Ich würde sagen, wir können auch gleich mal in die Lego-Abteilung da hinten. Und noch so ein paar. Vielleicht, ey, so. Moin, na? Ey, Leute, wir sind jetzt hier in der Lego-Abteilung. Marvin, Lukas, ich würde sagen, wollen wir nicht noch ein viel gestaltetes Auto mitnehmen? Ja, aber wir brauchen irgendwie so ein Lambo oder sowas, weißt du? Ja, richtig fetten, Alter. Lass mal So, okay, Marvin. Alter, schau mal, dieser Hot Wheels-Wagen. Den lass mal kaufen. Ja, den nehmen wir für euch mit, Leute, auch gratis. Und Marvin, komm mal mit. Ich würde sagen, wir kaufen nochmal hier richtig geil Lego, ne? Ja, so Lego City, so ein fettes Pack oder so, ne? Ja. Leute, auf jeden Fall, ihr seht gleich, wofür wir uns alles entschieden haben. Ey, irgendwas mit Ronaldo und Messi wäre krass, oder? Ja, lass mal. Für okay, Leute, ich würde sagen, wir zeigen euch einfach gleich die Ausbeute und dann fahren wir auch schon gleich zum Candy Shop. So, Leute, und hier gibt es auch noch so nice Funko Pops. Ich würde sagen, ey, so ein Harry Potter Funko Pop wäre eh gut, oder? Ja, Leute, den nehmen wir auch nochmal mit. Let's go, Mann. Alter, Marvin, wir haben so Lukas, krank übertrieben. Guck dir erstmal an, was wir haben. Oh, Alter, Auto, schau mal, so eine UFO-Basis, Leute. Wir haben hier das Auto, den riesen Mario. Wir haben eine riesen Ronaldo-Figur. Dann so PlayStation Digga. Haben wir geholt. PlayStation, wir haben sogar McDonalds-Rucksack, Leute. Ja. Wir haben so hier Lamborghini-Sachen. Digga, wir haben so krank. Guck dir erstmal an, hier. Digga, was wir alles gekauft haben. Digga, hier. Das ist zu heftig, Junge, Bro. Ey. Anders krank. Alter, allein da hast du gerade mehrere tausend Euro ausgegeben. Ja, also wirklich, Digga, so teuer gewesen, Leute. Und schaut mal, hier hinten der Kofferraum, alles voll mit PS5, Switch. Und jetzt geht's aber noch in den Candy Store, ne? Let's go. So, Marvin, wir sind jetzt hier Alter, im Candy Store. Oh mein Gott. Ey, nimm mal so ein ganzes Pack einfach mal mit, ne? Von dem hier, würde ich sagen. Ja, okay. So. Oh mein Gott. Alter, nimm mal mit. Das wird richtig teuer, sage ich dir. Digga, Leute, und jetzt werden wir noch die Takis holen für euch. Let's go. Alter, Leute, das war so teuer, Bro. Wir haben die ganzen Takis, Digga. Zombie-Takis, Takis Blue Heat. Leute, alles voll mit Süßigkeiten hier, amerikanischen. Ey, ja, Digga, komplett Nerds, alles dabei, Leute. Alles gratis für euch zum Buchrelease. So, Marvin, jetzt Alter, geht's auf jeden Fall bereit, zum Buchladen. Leute, wir haben die ganzen Geschenke dabei. Alter. Weißt du, warum ich das alles tragen kann? Warum? Weil ich Burger Pommes heute noch gefetzt habe. Burger Pommes! Ey, Leute, ich freue mich unnormal, euch wieder mal zu treffen. Hier bei so einem offiziellen Fan-Treffen quasi. Ich bin richtig gespannt, wie viele von euch da sein werden. Und jetzt da vorne ist der Thalia, Leute. Da geht's jetzt hin. Und da wird der Gratis-Store eröffnet. So, Leute, Let's jetzt go. Geht's los. Moin!
Tagi ist da. Moin. Ey, Alter, zu krass, Leute. Alle mal Burger Pommes. Also Leute, wir sind jetzt hier angekommen und jetzt wird auf jeden Fall feierlich der Gratis-Shop eröffnet. Let's go, Leute! Wir haben richtig viele Geschenke auch für euch dabei. Moin, moin! Okay. Ja, ich versuche mir möglichst viel Zeit zu nehmen, natürlich für jeden Einzelnen, so gut es geht. Und ich hoffe, ihr freut euch. Wir haben, wie gesagt, geistkrank viele Sachen für euch dabei. Ich würde sagen, zum Start können wir schon mal ein paar Sachen in die Menge werfen, ja, oder? Ja, okay, komm, wollen wir es. Let's go, Leute. Marvin, ja. Ich würde sagen, wir besprechen es mal hier heimlich. Ja. Ey, was sollen wir machen? Der Erste, der den Merch trägt. Ja, lass uns. Der Erste, der den Merch. Ey, der kriegt die Goldene, okay? Der kriegt die Goldene, okay, Switch. Okay, die Goldene. Komm, lass uns mal suchen. Alter. Ey, die Goldene Switch, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Erste, der den Merch trägt. Der Erste, der den Burger Pommes Merch trägt. Der neue Merch kommt raus am 11.11. um 11 Uhr. Ihr wisst es auch, wir haben ihn gerade schon an, Leute. Genau. Ihr seid eingeladen mit Adventskalender, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal an ein bisschen mit Takis, oder? Ja, okay. Wir fangen schon mal an, dass ihr auch ein bisschen was zum Snacken habt, ne? Wir haben hier ordentlich Takis am Start. Ich würde sagen, auch Zombie-Takis, ich werfe mal ein paar Sachen rein, ne? Und let's go! Achtung! Ja, schön. Nochmal nach hier hin. Okay, so, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall den allerersten hier in der Schlange und die allererste. Wie lange seid ihr schon da? Keine Ahnung, vielleicht zweieinhalb Stunden. Boah, zweieinhalb Alter. Stunden. Ey, ihr seid richtig krass und ihr habt auch das Buch dabei. Ich würde sagen, ihr bekommt direkt eine Unterschrift. Wo wollt ihr es drauf haben? Innen rein hier. Alter, und ihr bekommt natürlich auch dafür, dass ihr die ersten seid, auch direkt ein geiles Geschenk dazu. Auf Ehre. Wie heißt ihr? Estefania? Cristiano? Oha, wie Ronaldo, ne? Zü! Feierst du Ronaldo? Okay, Leute, das heißt, wir haben hier direkt Cristiano. Ja, sollen wir auch mal Cristiano hergeben? Ja, natürlich, ne? Hier ein fettes Sü! Cristiano für Cristiano auf jeden Fall. Ich packe den dir mal hier ein. Das ist rausgegangen, ne? Kriegst du schon mal direkt hier einen Ronaldo dazu. Den habe ich aus der Mystery Box mal gezogen. Den bekommst du einmal von mir noch, ne? Dann natürlich hier dein Buch signiert. Kommt mal her, dann machen wir noch mal ein Foto. Gerne. Und du bekommst auch noch ein Geschenk. Feierst du Harry Potter? Aber sie mag da bestimmt so Taschen oder so, weißt du? Ja. Möchtest du das hier haben, ein Puzzle? Oder eine McDonald's-Tasche. Die Tasche. Ich wusste es. Hier, bitteschön. Ja, war mir irgendwie klar, ne? Oh mein Alter, Gott! Alter, die haben den Merch! Pommes-Merch! Team Burger Pommes! Moin! Zack! Oh, ihr habt auch beide das Buch. Richtig geil. Das wird natürlich direkt signiert hier. Alter, einfach den... Ja, dann musst du hier reingucken. So. Papa, küss dein Herz. Ja. Total süß. Ihr seid die Ersten, die hier den Merch anhaben in der Schlange. Das bedeutet, ihr bekommt ein richtig krasses Geschenk von mir. Ja. Leute, wir haben hier, wie gesagt, die allerersten mit dem Merch in der Schlange. Beide sogar. Das heißt, ihr bekommt einmal einen Applaus, die erste Nintendo Switch. Du bekommst natürlich auch was Krasses. Ich denke mal, ihr seid wahrscheinlich Brüder, oder? Ja. Dann teilt ihr euch am besten die Switch. Ihr bekommt noch Mario Kart dazu. Ja, das gebe ich euch noch dazu. Und noch diesen richtig fetten Mario. Hey. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne, ja. Ja, mach. Wir haben ein Spiel vorher mit dem Pommes. Schon der Stadt bist. Oh, Digga, Alter, was? Oh mein Gott. Alter, einfach hier ein T-Shirt von unseren Fotos. Alter, geil. Wir haben gerade die Fotos rausgedrückt. Wir haben kein Merch mehr bekommen. Deswegen hat unsere Mutter so ein T-Shirt gemacht. Die haben ihren eigenen Merch von uns gemacht. Okay, Jungs. Wir machen eine kleine Challenge, würde ich sagen, oder? Okay, dann wollt ihr beide mitmachen? Wer den schneller trinkt, also einfach, oder wer erst aufgepackt hat, hat verloren. Der bekommt hier ein fettes Lamborghini-Pack. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt mal hier das Prime Battle. Dann, let's go, Jungs. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, ey, du musst unbedingt gewinnen. Jetzt muss ich ihm 200 Euro geben. So, Leute, es geht um das Lamborghini-Pack, Alter. Oh mein Gott. Alter! Alter! Wer schafft den Schatz? Jetzt! Alter, Junge! Ah, du musst es sagen! Nein, ich hab auf ihn gewonnen! Nein! Ja, ja, Digga! Ey, ich hab auf ihn gezeigt! Für dich das Lambo-Pack hier. So, nochmal für euch ein paar Trostpreise, okay? Okay, ey, Jungs. Richtige Ehrenmänner, hab mich richtig gefreut mit den Shirts auch. Alter, erstmal hier ein Burger Pommes, geil. Richtig nice. Und ich warte jetzt schon seit 2,5 Stunden. Oha, Alter. Ey, Alter, schaut euch das mal an, Leute. Ein selbstgemachter Burger Pommes.
Ich hab gar mach eine Burger-Pommes-Beratung, was meinst du? Ja, den was schenken oder was? Mhm. Ja, lass mal kurz gucken, was haben wir denn noch. Lass mal kurz gucken, was wir da haben, ne? Alter! Bisschen krassen Playstation-Becher, okay. Zack, einmal für dich, einmal für dich. Dankeschön. Fetten Burger-Pommes, Funko-Pop. Okay, Jungs? Dankeschön. Okay. Dann kommt das Video. Schneller machen. Morgen. Wirklich? Okay, ja. Dann weiter geht's. Moin, Jungs. Oh Gott, ich schon immer mal treffen. Ich schau deine Videos jeden Tag. Geil, Ehre, das freut mich. Feierst du zweimal? Ja. Oh ja. Ich habe ganz viel davon zu Hause. Aber nicht so viel trinken auf einmal. Dann gibt's hier noch einen schönen Prime dazu. Und noch was? Ziemlich scharfes Ding. Vielen lieben Dank. Sehr gerne, ja? Burger Pommes! Natürlich. Wir können erstmal Foto machen. Burger Pommes! Ey Marvin, ja? Wir haben ja hier einen richtigen Burger-Pommes-Supporter, ne? Ja. Weißt du, was ein richtiger Burger-Pommes-Supporter bekommt? Was denn? Ein Regenbogen-McDonalds-Glas! Oh, geil! Let's go! Soll ich das mal schreiben? Ja. Dann ist das noch mehr Burger-Pommes. Dann ist das noch mehr wert. Feierst du auch Prime? Ja? Darfst du schon trinken? So Leute, dann gibt's hier auch nochmal einen fetten Prime. Okay. Danke vielmals. Sehr gerne. Wie weit seid ihr gefahren? 2 Stunden? Aus Aschaffenburg kommen wir. Ich musste alle quellen, damit du mit hierher kommst. Echt? Weil ich fast jedes Video von euch verfolge. Oha, ja. Ja, ist krass, ne? Weil sie so weit gefahren sind, müsst ihr auch was Gutes bekommen. Ja. Oder? Über 2 Stunden Fahrt. Ja, okay. Boah, aber nicht das Desinfektionsmittel, das ist meins. Nee, nee. Aber ja. Also, Leute, wir haben einen richtig krassen geheimen McDonalds-Rucksack. Ganz original Burger Pommes, ne? Den bekommt auf jeden Fall einer von euch. Müsst ihr euch entscheiden? Guck mal, ja, zu ihr passt er, glaube ich, richtig gut, oder? Ja, und sie hat sogar Schuhe ausgezogen. Ja, ja. Und nochmal ein richtig krasses Licht für dich, für deinen Gaming-Raum oder auf jeden Fall in PlayStation. Ja. Findest du gut? Ja. Sehr nice. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Sehr gerne, ja. Ciao. Ciao. Wir machen jetzt eine krasse Prime-Challenge. Wir haben hier die beiden Kandidaten. Wer als erste Prime leer trinkt, bekommt ihr dieses Lego-Set. 3, 2, 1 und go! Ihr wird nicht Prime weggefetzt! Ey, der trinkt viel zu schnell! Alter, der cheatet! Der Junge ist geisteskrank! Oh mein Gott! Alter! Ey! Ey, du bist geisteskrank, Mann! Einmal Applaus für den Sieger! Ey, der kriegt noch einen Trostpreis von mir, der ist trotzdem cool. Hier, du kriegst noch einen Trostpreis. Du bist trotzdem eine Maschine. Krieg den mal aus dem Auto raus. Aus Prime. Okay. Was geht, Jungs? Okay. Ja, warte mal, er bekommt auch noch. Oh, Alter! So, auch nochmal für dich hier, ne? Oha! Alter! Ey, schau dir das mal an, Leute. Burger Pommes Brüder für immer! So, ich sehe auch, ihr feiert Super Mario, ne? Ja. Leute, also ihr feiert auf jeden Fall Super Mario. Feierst du zufällig auch Pikachu und also Pokémon und sowas? Ja? Ein perfekter Kandidat für unser Pikachu! Oh mein Gott! Let's go! Das ist ein richtig geiles Pikachu auch. Dankeschön! Kriegst du auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit es passend ist, ne, kriegst du den Pikachu-Rucksack. Super, dankeschön. Ja, einmal okay. Noch Ringel runter. Das Hausaufgabenheft, oder? Ja. Was läuft das für mich? Für Lukas. Oha, Alter. Ich krieg hier einfach Süßigkeiten geschenkt. Das ist ja mega krass. Oh, danke. War für dich, aber er meinte, er hat nicht gewusst, dass ich ihr auch, und deswegen krieg ich die. Ah, okay, das ist krass. Ja. Wir machen Süßigkeiten-Tausch. Kriegst du hier auf jeden Fall auch noch ein, ne? Ich habe noch eine Autogrammkarte für dich. Ja. Super. Let's go. So, einmal hier für dich. Und willst du Prime haben? Oder magst du es nicht so? Ja, ich habe noch nie probiert. Hast du nie probiert? Dann wird's mal Zeit, oder? Okay. Und wie schmeckt's, sag ehrlich? Geil. Okay, geil. Let's go. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Nur wenn du möchtest, musst du nicht, ne? Mach lieber nicht, dass du so ja, ja. Das ist dein Bauch ziemlich voll. Alles gut? Oha, hier von McDonalds gebracht. Wenn du Hunger hast. Ey, Alter, Burger Pommes hier einfach mal von McDonalds bekommen. Alter, ich will auch mal gucken. Ja. Oh, ey, der hat wirklich Burger Pommes geholt. Ey, sag mal. Guck, da ist der Burger und Alter, da die Pommes. Sehr krass. Ey, geisteskrank. Burger Pommes. Oha, ihr habt beide schon abonniert. Lass mal gucken hier. Oha. Ja. Oha, oha. Krass, gute Videos. Hast du mich auch abonniert? Ja.
Ja. Ey, auf jeden Fall haben die beiden auch abonniert, ihren Männer. Perfekt, wollt ihr auch nochmal Zombie-Takis haben? Ja. Ja, ja. Leute, natürlich hier die Zombie-Takis nochmal. Hat's fokussiert? Ja, ja. Okay, dann einmal für euch beide ein Pack, ne? Hi, er hat morgen Geburtstag, mein Sohn. Könntest du irgendwas dann auch schreiben? Geburtstag? Ja. Ah, alles Gute. Wir sind seit 2 Uhr bei Ihnen. Wow, krass. Okay. So, dann mein erstmal Foto, ich ne? Ja, natürlich. Ja, ja. Vorher mir Wasser, Marvin, ne? Ey, was ist das denn? Du hast mein Prime verschenkt. Hä? Nein, das habe ich nicht verschenkt. Du bist sauer auf dich. Ey, Leute, Marvin ist richtig sauer, glaube ich. Ich habe sein Prime verschenkt. Ja. Ciao. So, warte, ihr bekommt noch was hier. Hier nochmal ein bisschen was zu snacken, ne? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Leute, das jüngste Burger Pommes Mitglied haben wir getroffen. Oh, Burger Pommes Faust. Ciao, ciao. Ciao. Was geht, was geht? Wir haben auch noch so einen dabei. Wow. Wir können auch mal unterschreiben. Ja, natürlich. Okay. Dankeschön. Sehr gerne. So, du bekommst hier einmal die Harry Potter Funko Pop. Die habe ich aus der Mystery Box gezogen. Skala 1 bis 10, wie aufgeregt bist du gerade? 10. Ja? Was ist dein Lieblingsformat bei den Videos von Ihnen? Oder welches schaust du am liebsten von uns? Ja? Auch alle, das wäre alles. Komplett. Oh. Alter, dann nochmal für dich gekauft. Sehr gerne, ja? So, auch nochmal für euch, Autogrammkarten. Vielen Dank. Ey, die sind doch verrückt, die können doch alle eine haben. Ciao, ciao. Oh Gott. Dankeschön, dass du mich nicht hängen gelassen hast. Warte, ich dreh dich mal kurz. Du musst nur dahin gucken. Ich will Burger Pommes. Burger Pommes. Burger Pommes. Hallo. Alter, One Piece. Alter, ist er der Partnerlook hier? Monkey D. Ruffy. Auch noch ein T-Shirt? Ja, der kommt gleich. Ja. Julia, Alter, Lukas, guck mal her, was wir gekriegt haben. Lol. Einfach, guck mal, richtig geil. Hat er das Sticker? Ja, hat er uns geschenkt Sticker einfach. Sticker vom neuen Logo sogar. Wie ja, geht das denn? Geisteskrank, ne? Alter, Leute, so Burger Pommes in die Kommentare schreiben. Alle Hashtag Burger Pommes in die Kommentare. Lukas, guck mal in die Kamera. Ich habe eine richtig geile Idee. Ja. Und zwar, wir haben ja hier die Switch am Start, ne? Genau, ja. Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Wir schenken die denen, der am längsten durchgehend uns anfeuert. Boah, das ist krass. Meinst du es gut? Wir haben hier die Nintendo Switch als nächstes, aber wir machen das Ganze so, wenn ich runterzähle von 3, 2, 1, go, dann gewinnt der die Nintendo Switch, der am lautesten Burger Pommes schreit und am meisten anfeuert, aber warte. Also, wir haben hier... Der Schiedsrichter hat entschieden. Alter, er hat gebrochenes Burger Pommes geschrien auf jeden Fall. Ey, wie heißt du? Dominik. Dominik, du kannst auch direkt hier mit vorgehen. Ey, er hat auf jeden Fall Bonus. So, ich hoffe, ihr habt keine Kopfschmerzen bekommen. So, ey. So. Vorne sagen so, ihr Leute, ihr braucht keine Angst, wir haben noch was zu verloren. Könnt ihr auch kuscheln? Könnt ihr kurz meinen Kuscheln unterschreiben? Ja, Rutsche, ihr braucht gehen. Oh mein Gott. Digga, wie geil ist das denn? Das ist gut gezeichnet. Ey, das ist unnormal gut. Zeig mal. Alter, schau dir mal das Alter, an. Alter, der hat sich ja richtig fett gemalt. Ey, das ist richtig krass, oder? Ja. Okay. Lasst euch Burger Pommes schmecken. Alter, guck mal, wenn wir Burger Pommes bekommen. Boah. Leute, schaut mal, das sind solche Ehrenmänner, die Zuschauer. Wir kriegen einfach Belieferungen zwischendurch. Ja. Boah. Was ist da nicht der Hotchip drin? Mach mal die Pommes drauf, Lukas. Ja, ja. Ich fetz die jetzt weg. Ey, jetzt musst du mal hier den Leuten zeigen, wie du Burger Pommes weg. Die Burger Pommes Burger weg. Leute, ja. Let's go. Marvin, ich fetz jetzt die Burger Pommes weg. Mmh. Mmh. Burger Pommes. Mal. Nein, ne? Ja, wollt ihr ein Foto machen? Alles gut,
bei dir? Alles gut bei dir? Bist du ein bisschen aufgeregt? Ey, alles gut, Mann. Ey, es freut mich, dass du da bist. Bist du ja immer so aufgeregt? Schau mal in die Mitte, beide. Alter, ist das eine Fanbox? Oh mein Gott. Alles gut bei dir? Geht's wieder? Skala 1 bis 10, wie aufgeregt bist du? Sag mal ehrlich, eine 10? Alter, schau dir mal das an. Burger Pommes, Stardust Forever. Für Marvin und Lukas. Das ist immer mega. Zeig mal. Ey, Alter, ist die geil. Hier, wir haben noch was für dich übrigens, weil du ein Ehrenmann bist. Sollen wir das noch unterschreiben? Ey, Alter, das sind ja mal richtige Ehrenmänner hier. Wow. Das kommt ins Schlafzimmer. Oh. Burger Pommes, wie geil! Also Leute, gleich werden wir auf jeden Fall zum großen Finale kommen. Und zwar die nagelneue PS5 kommt gleich dann. Die ist doch komplett zu, ihr seht es Leute. Und zwar, wir werden gleich eine richtig heftige Takis Challenge machen. Hier oben mit richtig vielen Leuten. Ey Leute, schaut mal hier, der allerjüngste Burger Pommes Meister. Was geht mal? Wie heißt du? Wie heißt er? Janis? Leute, auch jüngere Fans habe ich natürlich auch manchmal, ne? Freue mich auf jeden Fall sehr. Also Leute, wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Finale mit der fetten PS5, Leute. Marvin, ja, ich würde sagen... Die ich bezahlt habe, wollte ich nur mal anmerken, ne? Ja, ja, auf Ehre, ne? Ja, weil Lukas ein Ehrenbruder ist. Ja, Leute, wir machen auf jeden Fall das Ganze so. Wir haben ganz viele Takis auf dem Tisch, kannst du ja mal zeigen. Hier, Leute, 10 Packungen Takis, ganz ja. Viele. Alter, ist das fett. Wir haben jetzt 10 Teilnehmer und wir schauen, wer hat am schnellsten die Tagestüte leer und der bekommt auf jeden Fall die PS5. Burger Pommes! Burger Pommes! Burger Pommes auf die 1! Burger Pommes auf die 1! Kann ich jemanden grüßen? Ich bin hier oben! Also ich grüße meine Familie und wenn ich das Video anschaue, mich selber. Leute, es ist auf jeden Fall jetzt Zeit fürs Finale. Jeder von euch bekommt jetzt eine Takis-Tüte, der hier steht. Grüß deine Familie! Grüß meine Familie! Also Leute, jetzt kommen wir zum Finale um die PS5. Wir haben hier auf jeden Fall 10 Kandidaten, alle mit einer Takis-Tüte. Macht erstmal Applaus für die 10 Kandidaten! Was geht, Jungs? Was geht, Jungs? Was geht, Jungs? Wer als erstes die Takis-Tüte wegfetzt, also jeden Taki isst, ich werde das auch überprüfen auf dem Boden, der bekommt die PS5. Es geht los in 3, 2, 1, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Alter, es geben die Leute richtig Gas. Alter, er isst hier richtig Gas. Lukas, echt so panisch, habt ihr noch eine Gleich, nein. So, auf jeden Fall, ja, also Alter, er ist schon mal gespannt, vorne, ne? Alter. Wenn ihr Fleisch gegessen habt, dann schauen wir mal. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Es geht Gott. Um die PlayStation 5, Jungs. PlayStation 5. Oh, mach ich rein hier. Alter, er ist komplett blau. Echt, was auch, Lukas? Alter, ist er fertig? So? Fertig. Oh, wenn er die jetzt... Wer ist... Die kann ich runterschlucken, Alter. Wenn er die alle runterschluckt, hat er gewonnen. Julian, los, Julian! Oh mein Gott. Aber erst gut kauen und schlucken, okay? Nicht verschlucken. Alter, schau mal hier, ist sehr spannend. Lukas, guck dir dieses Battle an. Alter, Junge. Super. Ich glaube, er ist auch fast fertig. Aber er hat noch was im Mund, er hat nichts mehr drin, oder? Zeig mal kurz. Warte, komm du mal her und du, ihr beiden. Zeig mal kurz beide Mund. Also er hatte erst alles im Mund. Ja, aber er hat alles runtergeschluckt. Komm, wir machen bei euch beiden jetzt Finale. So Leute, wir sind jetzt im Finale um die PS5. Wir haben hier einmal Rot gegen Blau. Wir haben jetzt hier Wasser 0,5. Genau, zeig mal, also die sind beide ran, voll die Flaschen. Genau. Ja. Ganz wichtig, Jungs, es zählt natürlich, wer zuerst ausgetrunken hat, aber wenn ihr nicht mehr könnt, dann stoppt einfach. Also wenn es nicht mehr geht, macht eine Pause, hört auf. Genau. Wisst ihr nicht, dass euch schlecht wird. 3, 2, 1, let's go! Du ja! Du hast richtig Danke. Gas gegeben, du warst Saumaschine, Digga. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo. Ja, aber er
aber auch krass. Ja, ja, er ist auch krass. Bekommst du einmal 100 Euro, ne? Steck dir in deine Tasche, ja?